Hast du ein Geheimnis? Ich habe kein Geheimnis. Du hast ein Geheimnis? Nein. Doch, du hast ein Geheimnis. Ich habe keine Geheimnis. Das müssen wir verraten. Was hat Fide für ein Geheimnis? Wie lange bist du jetzt eigentlich schon dabei, Thies, beim Backen oben her? Das erste Mal war ich 92 hier. Ja, lange ist her. Da sind wir denn auch schon 28? Ja. So lange machst du hier schon alles, was mit Wasser zu tun hat? Zuerst habe ich Zäune gebaut und Cases geschleppt, was schon jeder mal so gemacht hat. So. Den ganzen Spielkram. Und dann habe ich irgendwann erkannt, nachdem ich dann auch mal Strom gemacht habe, dass Wasserschläuche relativ leicht sind, wenn man sie hinlegt. Und wenn man es richtig macht, sind sie auch relativ leicht, wenn man sie wieder abbaut. Ich habe gedacht, das ist genau das Richtige für mich. Toolbox Lorbeer. Die Jungs haben gestern gesagt, geht der Blume vom Einpacken noch ein bisschen Wasser. Oh. Wir haben ja hier auch auf der Ecke nicht so viel Natur. Aber doch kein Lorbeer. Aber Knick. Wir haben ja ohne Ende Knick. Was ist der Knick? Es heißt Knick. Ja, bei euch heißt es Knick, bei uns heißt es Hecke. Und wenn da kein Erdhaufen ist, ist das bei mir nur eine Hecke. Der Erdhaufen ist ein Wall, aber der Wall heißt Knick. Aber da unten an der Stelle, lieber Harry, ist in deinem Knick ein Loch. Ja. Also ist da kein Knick, sondern nur eine Hecke. Er begreift es nicht. Pass mal an. Was macht ihr da gerade? Das ist Kollegen. Das ist ein Kollege nach 40 Jahren. Ist das kalt, da zwirn. Das ist Lars? Ja. Das ist Mozart. Ja, einen kleinen Tropfen in der Hose. Ja. Oh, Mozart. Ich kann nicht mehr. Junge, Junge, Junge. Oh, schön. Putzel! Einmal wie immer! Schnell, hart und laut! Da ist er. Besser hätte ich es nicht sagen können. Guten Morgen! Ich habe mich heute für den Bühnenbau vorbereitet. Zumindest optisch. Wir können tauschen. Und los! Oh, schön. Ich baue Basements und Hutzel macht heute Kamera. Ich kann nur nicht so viel blöde quatschen. Ach so, ja. Das ist mein Problem an der Geschichte. Da erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Das war ein sehr guter Zusammenhang übrigens. Das hat mir sehr gut gefallen. Wo lauert denn die größte Gefahr normalerweise so? Ja, es kommt drauf an, wo du gerade bist. Also wenn du jetzt so hier stehst, so wie du stehst, so schwarz unter ganz vielen schwarzen Dingen, dann kann dich der Staplerfahrer übersehen. Deswegen sag ich ja immer... Rote Brille auf. Stimmt, rote Brille. Genau, rote Brille. Was seid ihr berufsbezeichnungstechnisch? Was seid ihr? Informatiker. Du rufst dann jemanden an, wenn hier jemand verletzt ist, oder? Ja, genau, ich bin sozusagen der IT-Service. Ah, ihr seid Ehrenamtler? Ja, für das Rote Kreuz sind wir als Ehrenamtler hier, genau. Und ihr passt hier so ein bisschen auf unsere Mitarbeiter auf jetzt, oder? Genau, wir sichern jetzt erstmal ein bisschen den Aufbau ab. Und ihr nehmt euch jetzt extra Urlaub? Ja, wir nehmen Urlaub dafür, dass wir hier euch zur Verfügung stehen können. Ja, was für eine blöde Frage, ne? Da frage ich den Typen, was er beruflich macht. Das sind ja Ehrenamtler, die Rotkreuzler. Also die meisten, die hier sind, machen das ehrenamtlich. Und die haben natürlich alle einen ganz normalen Beruf. Und in ihrer Freizeit oder ihrem Urlaub. Rote Kreuz machen natürlich einen mega Job immer. Lange dabei, eben auch in diesem Fall DRK Kaltenkirchen mit Rettungsdienst hier in Zoo. Ich darf nicht vergessen, dass viele Fans auch schon krank hier ankommen, weil sie irgendwie, keine Ahnung, einen Tag vorher umgeknickt sind oder sonst etwas geholt haben sich. Ne? Und sich dann hingehen und sich dann leicht behandeln lassen, bitte fit werden, also extra fit werden, eben hier über die SGRK. Oder viele eben auch, sag ich mal, irgendwelche schwere Krankheiten haben, wo denen eben Medikamente denen, zuschicken können eben auch. Und sich dann eben hier auch jeden Tag dann ihre Spitze geben lassen können von den Rote Kreuz Leuten oder Ärzten. Ja, das ist ja auch ein Service eben auch, das darf man nicht vergessen. Und da nehmen einige Fans echt was auf sich, ne? Also wenn sie ihre lebenswichtigen Medikamente eben dementsprechend hier schon vor eben einlagern und dementsprechend hier dann auch dementsprechend behandelt werden weiter. Ne? Ich meine, das ist schon hardcore. Ne? Ja, ja, oder einige eben hier zur Dialyse fahren, jeden Tag nach Itzehoe, ne? Und dort eben sich dann einmal durchwaschen lassen, um dann abends wieder vor der Bühne zu rocken. Ich meine, wer macht das schon? Ne? Also da gibt keine andere Fanbase, die da so schmerzfrei ist und so eben für ihre Szene, für ihre Musik auch lebt. Da sollte eigentlich die Lauda stehen. Bämme! Da. Bämme! Gibt's eigentlich Eierschecke? Wie bitte? Gibt es Eierschecke. Das sieht eng aus mit der Eierschecke. Keine Eierschecke, keine Lauda-Stage.